Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. So, ich stehe jetzt hier vor dem Eingang der Goldhöhle. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein und packen die Scherben in, ja, was ist das überhaupt, in die Tafel, in die Stele, halt in dieses Ding da rein. So, dann wird bestimmt Cassandra nicht lange auf sich warten lassen, habe ich so das Gefühl. So, interagieren. Schön, wie ja schon welche drin sind, obwohl ich eigentlich gerade erst alle bringe. So, dann machen wir auf wie das Ding. Zeige mal, was du kannst. Fantastisch. Welch seltsamer Ort. Wer hätte gedacht, dass es auf der Nebelinsel so etwas gibt? Haufenweise Eisen. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das war irgendwie klar, dass sowas kommt. Ja, kein Ausweg. Okay, wir müssen klettern. Easy going. Was heißt klettern? Hüpf. Achso. Ich dachte, da war nichts mehr. Oh, schön, wie Fackeln brennen und die auch an sind und alles. Cooles. Muss ich jetzt schwimmen, ey. Wo muss ich hin? Tauchen? Wir müssen tauchen, ha, alles klar. Was auch sonst, ja? Ich würde sagen, wir müssen dort längst. Töte die verfluchten Dorfbewohner. Ja, gar kein Problem. Easy Claps. Zack. Tschüss. Oh, voll gegen Schild. Ah, Trottel. Hallo? Hast du mich gerade Nichtsnutz genannt? Bam! Ich wollte draufstampfen, aber gut. Dann ist er tot. Er lebt noch! Stampfen! So. Oder auch nicht. Da oben steht wer. Eivor. Auftritt Cassandra. Da kommen noch mehr. Schmeiß doch nicht deinen Bogen weg, Mädchen. Alles im Griff. Ist das so? Für mich sah es aus, als wärst du fast aufgespießt worden. Ich kann mich selbst verteidigen. Du hättest nicht kommen müssen. Gib's zu. Du hast mich vermisst. Wahrscheinlich. Also, ja, aber... Ich sehe nichts. Meine Anwesenheit die Lage schwieriger macht. Diese Leute... Ich weiß. Können wir darüber reden, nachdem wir sie getötet haben? Argument. Sagen sollen, dass meine Anwesenheit das Artefakt erweckt hat. Es tut mir leid. Und ich weiß, dass es durch meine Anwesenheit schwieriger wird, es zu erreichen. Schwieriger? Niemand würde versuchen, mich zu töten, wenn du nicht hier wärst. Ich weiß. Aber glaub mir, du wirst meine Hilfe brauchen, sobald wir beim Artefakt sind. Diese Leute sind nichts gegen seine Macht. Ich werde dich nicht los, oder? Keine Sorge, ich wachs dir schon noch ans Herz. So, wir müssen ja wieder rumrätseln. Ich habe solche Vorrichtungen schon einmal gesehen. Ich sorge für Licht. Du lenkst die Strahlen auf die Platten bei der Tür. Ja, das ist mir klar. Dann mach mal Licht. Ich kann sie also bewegen, verstehe. Ah. Ja, nee, ich möchte auf den
Auf den ersten komme ich nicht. Das ist doof. Ach, das bin gar nicht ich, das ist Cassandra. So. Jetzt. Ah. Gut, das Ding strahlt. Das ist gut, dann muss ich es hiermit machen. Ah, gucke mal. Na, gut, mehr brauchen wir nicht. Eins erledigt, bleibt noch eins. Welche Tür ist egal oder was? Welche Tür ist egal, okay. Ach so, sie macht. Ach so. Sie macht wirklich Licht. What the fuck? Ich muss da hoch und dann auf den hier und mit dem dann auf. Ich hab's irgendwie geahnt. Dass wir die über Kreuz schießen müssen. Wie soll ich denn mit dem hier. Ach, den kann ich so bewegen, ne? Okay, easy. Irgendwie habe ich es geahnt, dass sie überkreuzen müssen, dass ich von dem rechten nicht auf das rechte Teil komme. Warum sind hier so viele Fässer? Brauche ich die für. Oh. Ich habe die Treppe verfehlt. Easy going. Da! Es öffnet sich! Da! Endlich! Hast du gut gemacht, Cassandra. Ohne dich wäre ich hier nicht reingekommen. Warum ist da was zum Verschieben? Egal. Diese Töpfe und Waffen sind sehr seltsam. Die sind aus meiner Heimat. Was machen sie denn hier? Es ist nur ein Trugbild vom Artefakt verursacht. Na, oder kommst von du jetzt deiner mal? Anwesenheit. Diese Maske sieht besonders aus. Ich habe schon Maske? Unzählige dieser Masken von Kultistengesichtern gerissen. Ach, Maske. Ich weiß, dass es Trugbilder sind. Okay. Aber all diese Dinge aus meiner Heimat. Ich habe keine Heimat. Nicht mehr. Was gibt's hier? Icarus. Tja, klappt wohl doch nicht so gut. Gib's ruhig zu. Wir arbeiten gut zusammen. Du bist gar keine so schlechte Weggefährtin. Nur Befehlen folgen kannst du nicht. Etwas Nachsicht, bitte. Ich habe schon lange nicht mehr mit jemandem zusammengearbeitet. Ich
weiß gar nicht, wie lange. Das ist sicher einsam. Ja, manchmal schon. Doch das ist der Weg, der mir vorbestimmt ist. Wie auch immer, ich sollte los. Es tut mir nicht gut, so lange an einem Ort zu verweilen. Danke für deine Hilfe. Vielen Dank. Warte. Wir Nordleute feiern unsere Siege. Und da du auch ein bisschen geholfen hast, warum trinkst du nicht noch etwas mit mir? Ich weiß nicht. Es ist nicht gut, wenn mich zu viele Leute sehen. Wenn alle genug trinken, wird keiner mehr wissen, dass du hier warst. Na gut. Was soll schon passieren? Kopfschmerzen vielleicht, wenn es ein gelungener Abend wird. Sehen wir uns im Langhaus im Kjaltara Glen? Ich werde da sein. So, Freunde, das war die Goldhöhle. Jetzt müssen wir hier noch wieder rauskommen. Wo kommen wir denn hier eigentlich raus? Eine letzte schlaflose Nacht, okay. Raus geht's wahrscheinlich hier. Immer der Cassandra nach. Das sieht soweit gut aus. Ein Schlangen denn hier? Ist denn mit euch? Dumm Viechers. Ja. Ein Aufzug. Perfekt. Oder auch nicht. Junge. Komm ich hier raus? Na, ne. Ach, der Klassiker. Warum kann ich es nicht schieben und ziehen und... Was? Warum? Warum? Ah. Was war das denn eben? Da habe ich doch die ganze Zeit hingedrückt. Durch, gibt's hier was außer Schlangen? Tod und Verderben. Diese Kiste, diese Fässer hier überall. Wozu sind denn hier so viele Fässer? Stehen auch nicht aus Spaß hier rum, oder? Vielleicht doch. Okay, wir sind draußen. Und wir finden ein Opal. Okay. So, Freunde, wir sind draußen. Ja. Dann gibt es jetzt noch eine schlaflose Nacht mit Cassandra und dann, ja, schauen wir mal. Aber für diesmal war es das und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin.